Guten Morgen. Oh, jetzt wird das auch noch heute gemacht da drüben. Wann müssen wir denn losfahren? 7.45 Uhr ist Anouk dran. Da müssen wir 6.45 Uhr losfahren. 6.45 Uhr? Ja. Morgendliches Striegeln. Ja. Und ja, nein, mit Herz. Ach so. Ich sehe Polizei. Ich hab Polizei. Gestern haben wir einen Küken gesehen, aber so ein ganz witziges, abgeschlüpft, ist wahrscheinlich gerade runtergeflogen davon und gestorben oder so. Ja, naja, das wirst du jetzt öfter sehen. Das hat sich schon den Boden angeglichen. Wir haben den Schnabel und das Haar. Das ist ja toll. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Anu. Weiß nicht, was du gesehen hast. Ah, sie hat dran gerochen und geleckt. Ich kenne ja unseren kleinen Feti. Ja, ich habe gestern geguckt, ob wir einen Impftermin kriegen. Ich verstehe, der hat über Funk mitgekriegt, dass da noch Einsatz war. Ja, jetzt verstehe ich die Nummer. Na, der eine, der ist hier im Stau einfach mitgefahren, der war ja nicht gerufen. Aber der hat über Funk natürlich gehört, dass hier ein Einsatz ist und hat den Weg schon mal frei gemacht. Mit allen Zeiten, wann ich losfahren muss, wann ich wann Ankunft ist, wann ich rücke. Oh, ich habe auch nicht mal Geld bei. Nicht. Scheiße. Aber Mama soll ja. Ja, und hat sofort sich an den Süßigkeiten dran gemacht. Okay, wir sind ja ruhig. Ohne selber, du Gargamesser. Erzähl, komm. Gargamesser. Gargamesser. Redet mal ordentlich mit Ona. Wie soll sie denn so sprechen lernen? Ja, siehst du, da kommt schon. Habt ihr jetzt davon? Katharina, komm. Katharina, komm. Ja? Ja, ich sehe das Auto und ihre Mutter und Kathi. So, die Kiddies sind weg, jetzt gibt's Frühstück. Lecker, lecker Frühstück.
Alle Kinder sind weg heute, that's gut. Und jetzt sind ja immer die Arbeit, die Essensblocks bei uns. So viel wie wir essen, ist kein anderer, könnte man denken. Ich esse voll wenig. Ich esse wirklich wenig am Tag. Das sieht man in den Videos auch nicht. Ich esse nur Frühstück und dann esse ich eine ganz kleine Kleinigkeit zum Mittag. Und vielleicht. Vielleicht. Abends vielleicht. Noch was. Nein! Aber auch nicht. Oh. Abends. Nicht viel. Ja, aber dreimal am Tag und dreimal am Tag. Dreimal ist Essen im Block. Sind irgendwie immer die Momente, in denen man sich trifft und miteinander redet. Oh. Kinder abholen. Kinder bringen, Kinder abholen. Kinder bringen, Kinder abholen. Und morgen wieder Kinder bringen. Ja, gucken wir mal. Wird schon irgendwas Brauchbares mal zusammenkommen, dass ich euch auch was zeigen kann wieder. Jetzt im Moment kommt nichts. Außer, das Leben ist schön. Ah ja, gut. Musste mal sein. Wer dich so findet, Daumen runter. Genau. Alle gedisst, die jetzt einen Daumen runter gemacht haben. Menno. Ja, okay, na klar. Denn, da kam keine Reaktion mehr von ihm. Kammer verloren hast? Na, klar. Ja.
Der Junkie und doch ja, bestellt. Wir haben ja. noch ein anderes Bild gesehen. Ja, 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 ja. Nimm sie ruhig in Schutz, kein Problem. Okay, ich hab. Also sie hat ein anderes Bild gesehen. Ja. Ich sagte immer, was geht. Ja, ja, genau. Für mich sah das nicht aus. Ja, 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 ja. Deine Mutter sieht auch nicht so aus. Nein, will ich jetzt nicht sehen. Ich muss jetzt hier das Rucksack-Etikett ausdrücken. Hihihi. Sowas kriegt man mit. Eine neue. Das ist doch so eine Tischlampe, oder? Nee, das ist eine Hängeleuchte. Ich meine, die über den Tisch hängt. Ja. Ja, sowas hat doch sowas ähnliches. Haben doch andere und Kerstin. Oh, die das können wir in der Küche so nah bei den Tischen, Papa. Die schick, ne? Ja. Ja, das ist die zweite, die war ja gar nicht abgebildet. Die habe ich da in der Wohnung gesehen und habe gesagt, bei zur Arbeit. Oh, ich bin Mama, können wir jetzt hier fahren? Nein, jetzt heute. Morgen. So. Guten Morgen. Wir fahren wieder mal zur Schule. Es sind ja auch langweilige Tage. Ich weiß auch nicht, was ich da berichten soll noch endlich. Was soll ich euch sagen? Ey, Corona, Days. Wer hat die nicht? Ja, aber die meisten haben ja normalen Ablauf. Dennoch, irgendwie. Boah, das ist wieder auf, oder? Nee. Mein normaler Ablauf sieht ja so aus, Schule bringen und dann arbeiten gehen. So, jetzt im Moment ist ja zwar auch arbeiten, aber zu Hause und am Computer und das ist nicht so toll, nicht so geil. Heute wird was abgeholt auf alle Fälle, der kommt ja noch. Der mit dem Plakat, der kommt gegen Mittag. Anouk ist zu Hause, die muss dann, weiß ich nicht, was machen. Mal ich sie zum Arzt. Für den Amtsarzt, zum Arzt, alles abholen. Die letzten 5 Jahre, ey, das ist okay. Ey, eigentlich. Stell mal vor, du bist, Leon, du bist jemand, der oft zum Arzt geht. Die letzten 5 Jahre musst du nachweisen. Oh, überall Zettel holen, das wissen doch die Leute ja nicht mehr. Doch, fährt, der Russische. Also, nachdem unser nicht mehr gefahren ist, ihr habt immer noch diesen Russischen, der gefahren ist. Vielleicht mal wieder nach Paris. Ja, ich finde das schön. Wenn ich auf einer Bank schlafe. Also ich finde Paris sehr aus wie Berlin. Ich finde Paris sehr aus wie Berlin. Ich finde, die haben viel gemeinsam. So vorhin vom Optischen her, vom Stadtbild. Ah, Paris ist toll. Diese ganzen kleinen Läden finde ich so super. Ich bin da zu Hause. Ja, ich weiß, wie du da noch rummarschiert bist. Sag, ey. Als wenn du schon mal da warst. Ja, das war 100%. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was macht denn der da? Was denn? Bleib einfach stehen? Nee, ist rückwärts hier vorne. Warum? Nimm noch die Radfahrerin mit da, die Oma. Fast ein Unfall. Paris. Ja, ich und Mama, wir waren da auch auf dem Schiff. Wir sind da rumgefahren im Karussell. Auf ja. Ein Schiff rumgefahren im Karussell. War ich auch da drauf? Was meinst du? Naja, die war so ein Schiff im Karussell. Ach. Und dann habe ich grüne Kaka gemacht. Von der Zuckerwatte. Das bleibt dir immer in Erinnerung. Diese Schlumpfzuckerwatte. Ja, die war blau. Die war blau und raus kam grün. Sehr lecker. Lumen war noch ein Baby. Lumen, die waren. Dann sind wir mit so einem Taxi, aber das war ein Fahrradtaxi gefahren. Nein, so eine Fahrradrikscha. Ja. So zwei haben wir genommen. Die haben dann Wettrennen gefahren. Genau, voll schnell. Ey, ich musste Lumen richtig festhalten. Das war nur so. Juhu, ich bin aus dem Wagen gefahren. Du warst voll klein, Lumen. Du warst wirklich klein. Du warst Lumen hat immer an meinem Bett geschlafen. Bisschen jünger als Ona, glaube ich. Und du hast immer an meinem Bett geschlafen?
die ganze zusammen in einem großen Bett. Wie immer. Wir schlafen immer noch alle in einem Bett. Ey, es war ja gestern eine Katastrophe wieder. Hey, alle eine pennt, einer unten, einer oben, einer quer. Einer im Babybett, dann musste ich dann umsetzen. Und ich bin dann auch, als später, als ihr alle geschlafen habt, bin ich dann auch übergegangen. Papa, aber ich hab einen Tisch bekommen. In ein eigenes Bett. Das ist zu eng, aber das ist immer noch nach wie vor Tradition. Wir liegen alle gestapelt in einem Bett, egal wie. Wird schon klappen. Genau, und ich immer im Babybett. Ich habe gemerkt, ich passe gar nicht mehr ins Babybett. Mama, weißt du, da gab es ja auch ein Babybett extra für Lumen, aber Lumen wollte da nicht. Nee, das hat, das haben wir da nie benutzt. Mhm. Deswegen ist jemand in mein Bett gegangen. Ich habe eine Badewanne, das war toll. Wir hatten auch eine Ostsee im Babybett, haben wir auch nicht benutzt. Ja, stimmt, die Badewanne, da hast du dich da gleich reingelegt. Ja, die war groß. Ja, wir hatten ja früher keine Badewanne. Die haben wir ja nur für euch gekauft, denn später, also zum Hinstellen. Ja. Deswegen ist sie auch nicht richtig fest, sondern die steht nur in unserer Duschkabine. Eigentlich ist das ja nur eine Dusche. Wobei ich die Dusche mittlerweile die Dusche wieder jetzt präferiere. Mama, ich möchte wieder ins gleiche Zimmer, da gibt es nämlich auch ein Restaurant. Ins gleiche Zimmer? In Paris? Ja, da will ich wieder. Ja, wow, Hotel. Ja, das war schön, weil Hotel Robinson war das. Da war dann unten so das Buffet und da war, konntest du dir einfach, was ja jetzt nicht mehr geht wegen Corona bestimmt. Ich fand das ganz toll, aber was ich sagen muss, wir waren super gestresst, weil ihr habt richtig Stress gemacht. Mhm, ihr wart klein, aber auch. Und ihr hattet gerade eure super Trotzphase oder so. Einer von euch, keine Ahnung, wisst ihr nicht mehr wer? Ich? Ja, wenn Lumen anderthalb war, war Anouk dreieinhalb. Na, das war. Lumen hat einen Lutscher gekriegt, Mann. Und ich nicht. Nur deswegen. Und wir wollten eigentlich genießen da. Und schön, dass ihr es trotzdem in Erinnerung habt, als wäre der totale Genuss gewesen. Genial, die habe ich ja noch nie gestanden. Nee. Wir müssen mal später nochmal aufgeben, aber dann die Lumen holen müssen. Diese Brille ist auch nichts für mich. Brille in der Haare, so weit unten. Papa, cool. Du bist zu Hause. Wie bitte? Du bist zu Hause. Hm? Ja, hast du Angst oder was? Ja, ich habe Angst. Ach so, ich bin da, ja. Ob es ja Lena ist. Ey. So, liebe Leute, hallo, herzlich willkommen im Schnitterstübchen. Im Schnitterstübchen. Wer kennt denn sowas noch? So, Filme. 1931, 1933, 1934, 1935. Was war 1932 los? Habe ich einen extra Film. Ah. Ja, siehst du? Speichern unter BSR. Ganz genau. Du bist einfach die Beste. Ja. Videos verwalten, dann gucken wir mal, was geht denn hier? Ey? Das Leben ist schön. Mögen 5 Leute nicht. 5 Leute hassen das Leben. Ah, oh, ihr seid ja drauf, und ey. Es mögen 38. Naja, wenn das die ganze Menschheit ist, dann will ich ja nicht. Und da? Ach, das mag ja alles. Was denn? 50 und ein runter. Hä? Ja, ja, ein runter und zwei runter und so. Kennen wir ja. Drei runter ist schon. Hui, 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 hui. 5 runter. Ui, das geht gar nicht. Naja, wir haben auch ganz schlechte Videos. Die schlechtesten Videos, die ich habe. 10 ganz unten. Sind die da? Ich weiß ja nicht. Kann man bestimmt auch irgendwo sehen. Aber ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Oh, was? Das schlechteste Video, was ich habe, ist, glaube ich, Nexus 7-Gang einstellen.
weil ich das, damals habe ich noch nicht so spezielle Videos gemacht, sondern habe einfach den ganzen Tag gefilmt und irgendwann habe ich auch eine Nexus 7 Gang eingestellt und sich natürlich alles anzugucken, um dann diese 3 Minuten Nexus 7 Gang einstellen zu sehen, ist nicht jedermanns Sache. Verstehe ich auch aus der heutigen Sicht, damals war es aber so und das bleibt jetzt auch so. Das wird natürlich jetzt erstmal nicht geändert. Oh ja, was ist denn hier los? Wir haben ja einen Film verkauft. Oh. FF. Ostern 33 und 34, Familienfilm. 1933 und 1934, der Familienfilm. Geschichte. Ganz genau. Oh, und dann habe ich ja noch den, diesen genialen Film habe ich ja noch. Oh, wo ich nicht weiß, was ich damit mache. Sag mal. Was sag mal? Wie der heißt. Der heißt Grün Gold 1929. Okay, da weiß ich nicht. Ja. Das ist vom Tennisclub Grün Gold. Oh, Tennis will ich spielen. Von 1929. Der Film und. Sehr schick. Und der. Ist halt von 1929 und sind 2 Spulen voll und ist wirklich toll gemacht. Und darauf ist zu sehen, wie Manfred von Ardenne in jugendlichen Jahren, 1929 halt, ein Tennisspiel spielt. Und Manfred von Ardenne ist ja, das weiß ich gar nicht mal, ehrlich gesagt, ja, aber Manfred von Ardenne ist halt Manfred von Ardenne. War ein deutscher Naturwissenschaftler. Er war als Forscher vor allem in der angewandten Physik tätig und ist Urheber von rund 600 Erfindungen und Patenten in der Funk- und Fernsehtechnik. Also das ist ein ganz schlauer Kopf gewesen. Das Jahrhundertgenie. Manfred von Ardenne, das Jahrhundertgenie. Und witzig ist ja, dass wir auch solche Aufnahmen jetzt quasi von ihm haben, die man auch in der nächsten Dokumentation über ihn durchaus verwenden könnte. Weil eines seiner Hobbys war halt Tennis spielen. Und jetzt möchte ich behaupten, habe ich ein Exemplar? Eine einmalige Aufnahme von ihm beim Tennisspiel. Weil es gibt keine andere Aufnahme von Manfred von Ardenne beim Tennisspiel. Es ist nichts bekannt. Ja, hu. Hu es hu. Den können wir ja, glaube ich, auch am Fernseher sehen, oder? Man kann YouTube einschalten. Kann man das? Dann machen wir das da.